So, meine Freunde, es ist Dienstag. Hashtag Tuning Tuesday. Ich habe euch letzte Woche gesagt, dass ich euch ein paar Fragen beantworten werde zum Thema Chiptuning. Jetzt bin ich hier mit dem Paul. Der Paul liest mir jetzt ein paar Fragen vor. Und dann gucke ich mal, ob ich da euch eine Antwort drauf geben kann, möchte, will. Natürlich, ich antworte auf fast alles, was reinkommt. Aber wie gesagt, die Zeit ist begrenzt, Paul, gell? Die Zeit ist begrenzt, genau. Und deswegen wollen wir gleich loslegen, anfangen und Paul, schieß los mit der ersten Frage. Also wir haben ein paar Fragen rausgepickt und da starten wir gleich mal mit dem Marco. Der will wissen, worauf man achten muss, wenn ein Chip-Tuning aufs Auto drauf ist. Also Marco, egal ob Chip-Tuning oder nicht Chip-Tuning, man muss immer auf sein Auto achten. Ja? Punkt 1 ist, Serviceintervalle einhalten. Ja? Immer das richtige Öl reinmachen. Ja? Dann, wenn du einen Benziner hast, Zündkerzen wechseln, gehört alles dazu. Also wie gesagt, ob mit Chip oder ohne Chip, man sollte immer sein Auto pflegen. Ja? Weil ihr wisst, bei den Frauen sagt man Happy Wife, Happy Life. Und bei den Autos kann man sagen, Good Oil, Good Power, oder was? Okay. Geh mal weiter zum Sebastian. Der will wissen, ob es stimmt, dass man durch diverse Chips auch Sprit sparen kann. Chips? Ja, Chip Tuning. Also Sebastian, oder? Chips esse ich gerne, ja. Chips, also ich sag mal so, ich kläre jetzt mal die ganze Situation auf, weil ich werde auch oft gefragt, ja, was ist Chip-Tuning und was ist Software-Optimierung, ja? Also es ist alles gleich. Es heißt ja im Groben Chip-Tuning und das sind keine Chips, ja? Früher war das ja so, dass man früher ja die EEPROMs rausmachen musste. Das heißt, man hat ein EEPROM rausgemacht, programmiert, wieder reingemacht, ja? Deswegen hat man da von diesen Chips gesprochen. Heutzutage ist es eigentlich das Glitze-Glitze-Gleiche, dass ich auch die Software auslese von einem Baustein, ja, Software bearbeiten und wieder reinspielen. Nun muss ich heute das nicht mehr auslöten, sondern geht zu, sagen wir mal, 95% über den OBD-Stecker, weil ja die Technologie sich entwickelt hat. Und ja, und zu deiner Frage mit Spritsparen, ich sag mal so, Spritsparen kann man allerdings am meisten nur beim Diesel. Ja. Der Diesel ist so, wenn der Diesel richtig gechippt wird, dann ist es oft so, dass er zwischen 1 und 1,5 Liter weniger Kraftstoff verbraucht, natürlich unter Teillast. Wenn ich beim Diesel Leistung abrufe, verbraucht der Diesel nicht weniger. Rufst du Leistung ab, verbraucht er. Ja? Diesel macht Leistung über die Einspritzmenge. So, beim Benziner ist es so, es gibt teilweise Fahrzeuge, die dann weniger verbrauchen unter Volllast. Ja? Das sind dann solche Fahrzeuge, die dann in Serie sehr viel einspritzen an Lambda und damit sie das alles kühlen, da fahren sie teilweise Lambda 0,70 und wenn ich dann natürlich dann nachher Lambda 0,80 reinschreibe, dann verbraucht tatsächlich auch ein Benziner etwas weniger Sprit unter Volllast. Gut, dann machen wir weiter mit dem Frey Mattis. Er fragt, wird bei Wasserstoffmotoren ein Tuning möglich sein? Also mehr Leistung zum Beispiel. Das ist eine gute Frage, aber ich sag mal so, egal ob Wasserstoff, ob Batterie, ob Verbrenner, ob Gummiband, egal was, solange ich im Auto ein Gaspedal habe und eine Elektronik dazu, dann werde ich immer da was machen können. Ja, also, weil es ist ja so, das muss ja steuerbar sein alles, weil sonst würde das Ding ja nur an und aus haben. Ja? Das heißt Vollgas und kein Vollgas, das geht ja nicht. Das heißt, ich brauche immer ein Gaspedal. Ja, und deswegen werden wir Tuner da noch sehr, sehr lange Spaß dran haben, Kunden glücklich zu machen. Gehen wir mal gleich rüber zu den Elektromotoren. Der Club Sport 79 möchte gerne eine Sache wissen. Er schreibt, E-Hybrid, was änderst du bei E-Motoren oder worauf muss man da achten? Na gut, E-Hybrid, sage ich mal, ich habe bis jetzt beim Hybrid habe ich ja bei dem Porsche Panamera Turbo SE Hybrid habe ich ja am E-Antrieb auch was gemacht. Und zwar habe ich da einfach das Drehmoment ein bisschen stehen lassen. Da habe ich jetzt nicht übertrieben, habe einfach da diese 40, 50 Newtonmeter halt mehr gemacht, stehen lassen, weil ob es jetzt ein E-Motor ist oder Verbrenner, du hast deine Kennlinie, wo dann drin steht, so und so viel Drehmomentfreigabe, das wird dann auch so gemacht. Ich wollte da nicht zu viel machen, weil ich einfach noch zu wenig Erfahrung habe in den ganzen E-Mobilität, Elektromotoren, aber wir würden uns da jetzt langsam reinarbeiten und auch sehr viel Spaß haben. Machen wir weiter beim Dani. Er fragt, was bedeutet modellierte Abgastemperatur? Modellierte Abgastemperatur? Ja. Also,
Modellierte Abgastemperatur bedeutet, dass es keine Abgastemperaturfühler gibt, so wie das früher immer war, wenn die ja alle sehen wollten, okay, was ist die tatsächliche Temperatur. Modelliert bedeutet einfach, dass es Kennfelder gibt, wo das Auto dann sieht, okay, das Auto hat jetzt die Last, die Drehzahl, den Zündwinkel, ja, und dann ist es einfach rein bedatet. Das sind dann die Entwickler, die das dann entwickelt haben. Bei der Entwicklung wahrscheinlich, also man sollte es dann so machen, dass man bei der Entwicklung dann Temperaturfühler wirklich rein macht, um zu gucken. Dann fahren die ganzen Lastpunkte an, sehen dann Abgastemperatur, ja, und bedaten dann praktisch dieses Kennfeld dann mit dieser Abgastemperatur. Das heißt, es gibt keine Fühler mehr, der weiß 5000 Umdrehungen, 100% Last, weiß er 600 Grad und so ist einfach keine Fühler mehr da. Ja. Der Lange schreibt, hast du fertige Files und bearbeitest diese oder bearbeitest du die direkt originale Files? Also es ist so, wenn ein Auto zu mir reinkommt, wird es ausgelesen und dann habe ich ja immer das Originalfile und dieses Originalfile bearbeite ich dann. Ja? Und dann wird es ja wieder reingespielt. Also klar gibt es natürlich, wenn ich jetzt ein C63 habe, mit einer Softwarenummer 555662 zum Beispiel, jetzt mal dahin gesagt, und ich habe 20 C63 und alle haben die gleiche Softwarenummer, ja, dann haben ja alle 20 C63 das gleiche File drin. Ja. Das heißt, wenn ich natürlich so ein Auto schon mal gemacht habe, ja, dann ist es so, dass ich das File schon fertig habe, ich lese dann das Originale von dem nächsten aus, sehe aber schon, wenn ich es importiere, dass ich schon ein Projekt habe mit 100% identisch, also wo 100% gleich ist, und dann suche ich mir die Stufe dazu raus, gucke nochmal drüber, spiele die rein. Ja. Das ist jetzt nichts von der Stange, das ist ja was, was ich fertig gemacht habe. Wichtig danach ist, nochmal mit dem Auto zu fahren, Logs zu machen, zu gucken, was kann ich noch ändern, kann ich noch was ändern, um da eventuell noch mehr Leistung zu holen. Dann kommen dann praktisch diese feinen Sachen dann ins Spiel, wo ich dann Zündung noch anpasse, Lambda vielleicht etwas anpasse. Das sind so Sachen, ja. Gehen wir zu Marcel. Er möchte wissen, ob das Schubknall für den Cut sehr schädlich ist. Was kann passieren? Ja, Marcel, das ist eine gute Frage. Ich sehe nämlich immer wieder häufiger in YouTube irgendwelche Videos, Alter, wo die Gas geben, vom Gas runtergehen und dann ballert es da hinten nach und es hört einfach nicht mehr auf und dann ballert es 2 Minuten, wenn es bergunter geht. Und da kann ich dir sagen, Cut schädigend. Der Cut, der macht es nicht lang mit. Da entstehen Temperaturen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das Ding wird zerbröseln früher oder später. Das heißt, man kann sowas programmieren, aber allerdings immer so, dass du Temperaturlimits drin lässt. Das heißt, wenn ich das mache, programmiere ich immer so, dass ab 850 Grad Cut-Temperatur, dass das einfach dann nicht mehr funktioniert. Ja? Bis 850 erlaube ich das und danach nicht mehr. Und somit kann ich gewährleisten, dass dem Cut, ich sag mal, nichts passiert, aber toi toi toi, es ist zum Glück nicht viel passiert bis jetzt. Also an unserem Cupra haben wir es mal getestet, an dem 2 Liter Cupra, und da haben wir es auch mal etwas länger gemacht, ja, und es war so, wir hatten sogar ein 200 Zeller HJS drin, ja, und selbst dann hat es zerbröselt. Also man muss wirklich aufpassen. So, der Luis möchte gerne wissen, ob man alles eintragen muss beim Umbau, zum Beispiel Fahrwerk, Turbolader, Ladeluftkühler, Downpipe etc. Also es sind ja so viele Teile, die man heute gerade in Deutschland kaufen kann, ein ABE haben, ja, eine Zulassung, und dann kannst du das, also eine ABS ist so, wenn ich jetzt eine Downpipe habe mit einer ABE, dann ist es nur für dieses Auto, wenn ich diese Downpipe verbaue. Die Downpipe hat ABE. Sobald ich dann aber jetzt einen zusätzlichen Auspuff reinmache, der auch ABE hat, ja, dann fängt schon das Problem an, dann ist es eigentlich nicht mehr gültig, ja, weil dann müsste man das abnehmen von einem TÜV-Prüfer, der würde dann praktisch die Lautstärke überprüfen, ja, weil das ABE ist nur bezogen auf das einzelne Teil, also aufs eigene Teil, und wenn da in Kombination mehrere Sachen sind, ist sowieso vorbei. Dann gibt es halt klar so Grauzonen wie Ladeluftkühler, ja, welcher Mensch sieht jetzt, dass da ein anderer Ladeluftkühler drin ist, ja, also je nachdem, wo der verbaut ist, wie, sieht es sowieso niemand, aber rein theoretisch müsste man eigentlich alles eintragen. Also, dann stell die nächsten Fragen, ja? Und in einer Woche beantworten wir weitere Fragen. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, gell? Und haut rein.